So, jetzt läuft's. So, jetzt nochmal für die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen. Ich habe mal wieder verpennt, die Aufnahme anzumachen. Das Einzige, was ich allerdings verpasst habe, war die Sache, wie ich jetzt hier durch die Hohlhügel durch bin. Also, ich habe nur einen Dungeon verpasst, den Dialog und dass ich den Dialog vorgelesen habe, den ich das letzte Mal nicht vorgelesen habe. Aber Gott, den könnt ihr euch ja so durchlesen. Also habt ihr prinzipiell eigentlich nicht viel verpasst. So, technische Probleme. Ja, damit kennst du dich nicht aus. Nee, bei dir läuft immer alles bestens, Don. Das weiß ich doch. Bei dir spinnt ja nie OBS rum oder so. Oder stürzt auf einmal mitten im Stream ab. Passiert ja nie. Bald haben wir es geschafft, Kilian. Der Gipfel des Hohlhügels ist schon in Reichweite. Jetzt müssen wir besonders vorsichtig sein. Natürlich kann ich das bestätigen, Don. Quack, quack. Wie schnell einem doch die Lust auf Streiten vergeht. Wenn man erst einmal gefesselt ist, habe ich recht. Puh, dazu hast du nichts zu sagen? Tja, daneben nicht. Verzeih bitte, Somnium, aber wann werden die Einfallspinsel wohl eintreffen, um die Geißel zu befreien? Mitten in der Nacht vielleicht, wenn wir die Hand vor Augen nicht sehen können. Das ist gar nicht so abwegig. Sie haben sich beim letzten Mal auch die Dunkelheit zunutze gemacht, um zu fliehen. Doch diesmal ist alles anders. Nicht einmal Kilian wird wohl ernsthaft damit rechnen, dass dieser Trick nochmal funktioniert. Dennoch muss sogar ich zugeben, dass dein geballter Schlag gegen die Skylabra damals schon ein genialer Schachzug war. Du hast mich echt beeindruckt, glaub mir. Erspar mir dein Gerede. Von jemandem wie dir will ich kein Lob. Wie dem auch sei. Kilian wirst du niemals in deine schmierigen Finger kriegen. Niemals, hörst du? Niemals. Quack, quack, quack. Du nimmst den Mund aber ganz schön voll. Hast wohl immer noch nicht geschnallt, dass es nicht gerade gut für dich aussieht. Bist unsere Geisel und dein Schicksal liegt in unserer Hand. In der Tat, ich bin euer Gefangener. Aber Kilian ist ein anderes Kaliber. An Kilian werdet ihr euch die Zähne ausbeißen, ihr werdet schon sehen. Da bin ich ja mal gespannt. Das werden wir dann alles erfahren, wenn Kilian hier eintrifft. Dieses Mal wird mir dieser kleine Tunichtgut nicht entkommen. Kilian wird sicher versuchen, einen Überraschungsangriff gegen uns zu starten. Das Gefecht wird sich vielleicht in die Länge ziehen, aber dennoch müssen wir standhaft bleiben und immer auf der Hut sein. Jawohl, quahaha. Verflixt und zugenäht, gehe noch ein vor Langeweile. Wann kreuzen die denn endlich mal auf? Ich verliere bald die Geduld. Ihr Feiglinge werdet Kilian niemals in eure Gewalt bringen. Ach, jetzt halt endlich deine vorlaute Klappe. Immer dieselbe Leier, ich kann es nicht mehr hören, kapiert? Du bist jetzt schön brav und hältst deine Kauleiste geschlossen, klar? Na du, was war das gerade? Ich glaube, das Geräusch kam von dort hinten. Ich werde mal nachsehen gehen. Nanu? Bloß ein blöder Stein, der heruntergerollt ist, wie? Ach, Mensch, der hat mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Gut. Fürs Erste konnte ich mich also bis hierher einschleichen. Ich werde dich retten, Domi. Was ist das denn? Ein Frisma? Da bist du denn sehr schön in die Falle getappt. Aua, es ist wirklich kein Vergnügen, sich vermöbeln zu lassen. Du hattest echt keinen Plan, oder? Ich habe die Stimme von Domi auf diesem Frisma aufgezeichnet und ist dann hier abgelegt. Gib auf, du hast nicht den Hauch einer Chance. Letztes Mal hast du dich nach deinem Angriff auf unsere Skelabra im Schutz der Dunkelheit aus dem Staub gemacht. Doch jetzt ist es helllichter Tag und die Sonne scheint. Deine Tricksereien kannst du dir diesmal aus Getrost sparen. Kilian, diesmal geht es dir nämlich an den Kragen. Du entwischst uns nicht. Warte mal. Hatte Kilian nicht in Begleitung von Trifa Kefalo sein sollen? Das stimmt allerdings.
Weit und breit keine Spur von ihm. Wo der wohl bloß steckt. Über uns! Schaut doch, dort oben! Perfekt. Nun ist der Weg frei. Oh nein! Los, lass Kilian auf keinen Fall entkommen. Worauf wartet ihr? Verdammt. Brutalanda! Auf dem Weg zum Hohlenhügel hatte Trikefalo mir verraten, dass diese Gesteinsformationen von einem dichten Netz aus Höhlen durchzogen sind und dass alle diese Höhlen über Gänge miteinander verbunden sind. Damit muss ich bis eben noch auf jenem Vorsprung aufgehalten haben. Also müsste ich auf Domi stoßen, wenn ich einfach nur diesem Weg hier folge. Ja, wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Domi ist. Kilian? Kilian, du bist es wirklich. Domi ist ja gefesselt. Danke, endlich kann ich mich wieder bewegen. Lass uns schnell von hier verschwinden. Verflixt, das ist eine Sackgasse. Boah. Das war eindeutig eine Barrel Roll. Trikefalo hat also Star Fox gespielt. So. Dann wären die Hohlhügel erledigt. Und was heißt, ich sollte erstmal eine Pause machen? Ich spiele doch noch nicht mal eine halbe Stunde. Da drüben. Da ist eine Klippe. Dort können wir in Not landen. Hier finden sie uns wohl nicht so schnell. Du siehst ziemlich erschöpft aus. Alles in Ordnung? Du bist schließlich angegriffen. Danke, mir geht es gut. Das ist nur ein Kratzer. Ich erhole mich bestimmt ganz schnell. Ich muss mich hier nur kurz ausruhen. Tut mir leid, dass uns ausgerechnet jetzt, wo uns unsere Herrscher auf den Fersen sind. Nicht doch. Ich steckte schließlich in der Klemme und musste gerettet werden. Also sollte ich mich bei dir entschuldigen und nicht du bei mir. Ich muss mich bei euch beiden entschuldigen. Es tut mir leid, dass ihr euch meinetwegen in dieser Gefahr aussetzen musstet. Aber vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Domi. Ach was, das war doch ein Klacks. Wie dem auch sei, wirklich toll, wie ihr Somniums Falle durchschaut habt. Ihr raffinierter Trick mit dem Frisma. Nun ja, wir waren eben sehr vorsichtig. Und die Warnung von Kilian hat den Ausschlag gegeben. Die Warnung von Kilian? Naja, wir waren gerade auf halbem Weg durch die Hohlhügel. Da lag dieses Frisma. Als ich das Frisma sah, wurde es mir klar. Immer diese Flashbacks, die noch nicht mal eine Viertelstunde her sind. Dieses Frisma. Ja. Frismen sind kostbare Kleinode, die man nur selten findet. Als ich es zum ersten Mal sah, dachte ich, es müsste zweifelsfrei Domi gehören. Da dachte ich, Somnium und ihre Schergen hätten es dir abgenommen und deine Stimme damit aufgezeichnet. Und dann haben sie es dorthin gelegt. Aber bei genauerer Betrachtung... Es hatte eine leicht andere Form als dein Frisma, Domi. Sprich, dieses Frisma musste Somniam und den anderen gehören. Frismen mögen zwar sehr selten sein,
Aber dass Somniam und die anderen auch welche haben, war nicht auszuschließen. Diese Möglichkeit musste ich folglich in Erwägung ziehen. Und da hat Kilian zu mir gesagt, dass Somniam und Co. womöglich eine Falle mit den Frismen gestellt haben. Was war ich überrascht herauszufinden, dass genau das der Fall war. Ich war ja auch darauf bedacht, mit größter Vorsicht auf dem Gipfel vorzugehen. Aber ohne die Warnung von Kilian wäre ich vielleicht auch darauf hereingefallen. Das ist mein Ernst. Verstehe. Danke, Kilian. Und auch dir muss ich danken. Entschuldige, ich habe ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ach, hast du nicht? Oh, entschuldige bitte, ich hätte mich längst vorstellen sollen. Mein Name ist Trikefalo. Was? Trikefalo? So ist es. Ein hübscher Name, wenn ich das selbst so sagen darf. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Kilian, ist das der Trikefalo? Was? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, er hat 3 Köpfe. Dann ist es also tatsächlich der Trikefalo. Dieses gewalttätige Monster, das mit seinen 3 Köpfen alles verschlingt? Wie? Wo? Was? Monster? Da kriegt man ja Angst. Oder redest du etwa von mir? Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Domi weiß ja noch nichts darüber. Ach, wie furchtbar. Ich bin doch gar nicht böse. Nicht wahr, Kilian? Am besten erkläre ich es dir auch noch einmal. Dann glaubst du mir vielleicht, das wäre wirklich schön. Unbedingt. Ich blicke im Moment nämlich überhaupt nicht durch. Okay, dann hör bitte gut zu. Also. Was? Kyurem? Wieso? Wieso tut Kyurem sowas? Und in Wirklichkeit hast du Kilian hergeholt, um unsere Welt zu retten? Stimmt das, Trikefalo? Wir wussten die ganze Zeit nicht, welche Aufgabe Kilian hat, doch jetzt ist es völlig klar. Kilian ist hier, um die Welt der Pokémon zu retten. Ja, Kilian ist ein Mensch. Und ein Mensch wird nicht vom Kältekern beeinflusst, soweit meine Annahme. Aber der Kältekern wird von Kyurem, Somniam und ihren Schergen beschützt. Und sie alle zu bezwingen, um den Kältekern zu zerstören, ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Und trotzdem müssen wir etwas unternehmen. Denn tun wir das nicht, geht die Welt zugrunde. Dann machen wir das auch. Wir müssen handeln. Kilian, finden wir einen Weg, den Kältekern zu zerstören. Ich weiß, dass ich selbst dem Kältekern nicht besonders nahe kommen kann. Dass ich ihn vielleicht nicht zerstören kann. Aber ich kann Kilian zumindest unterstützen. Und ich bin mir sicher, alle vom Team Scheigers werden das auch tun. Gehen wir. Zum Riesengletscher. Nach dem, was Kilian mir bisher so erzählt hat, brauchen wir nach Taras und Psyanas Hilfe, um zum Riesengletscher zu gelangen. Deswegen waren wir beide auch auf dem Weg zum Pokémon-Paradies. Ja, ich halte das auch für das Beste. Kehren wir zum Paradies zurück. Also dann, brechen wir auf. Bist du sicher? Was ist mit deiner Verletzung? Dank der kurzen Pause geht es mir schon wieder richtig gut. Und je länger wir hierbleiben, desto eher holen uns unsere Verfolger ein. Alles klar, gehen wir. So, nächster Dungeon. Ist das hier eine Wüste? Ja. Wenn wir zum Paradies zurück wollen, müssen wir hier durch. Die Hitze ist zwar erbarmungslos, aber für eine Wüste gibt es hier sehr viele Wasserstellen. So schlimm sollte die Reise also eigentlich nicht werden. Allerdings ist das hier ziemlich offenes Gelände. Das macht unseren Verfolgern leicht, uns zu entdecken. Verstanden. Also durchqueren wir die Wüste am besten so schnell wie möglich. Wir machten nicht vor Sonnenuntergang Rast. So. Ich wollte eigentlich an die Box ran. Hörst du mal auf zu labern? Elixiere reichen. Auch wenn ich wahrscheinlich sogar ohne da durchkommen würde. Na dann, ab in den Dungeon. Ein Flamara. Ui, ja, genau, jetzt dürfen wir erstmal die ganzen Level von Domi nachholen. Der ist jetzt instant auf Level 40 gestiegen.
War das jetzt nur ein Level bei ihm oder? Ah nee, das waren definitiv ein bisschen mehr. Oh. Haben wir eine Feuer-V-Welle? Ja. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden mit einer Feuer-V-Welle in diesem Dungeon, aber gut. Wir schauen mal. Gegen Feuer-Pokémon habe ich zumindest immer noch den Typ-Vorteil. Und ich bin überlevelt. Auch wenn es hier einen Haufen Feuer-Pokémon gibt. Solange wir im Endkampf gegen Kyurem keine Drachen- oder Eis-V-Welle haben, ist alles okay. So. Ihr seid mir heute übrigens schon wieder ein bisschen zu still im Twitch-Chat. Das lässt sich ändern. Ich hoffe doch, Don. Ein Klick, ein Klick-Klack. Autotomie, dreifaches Tempo. Ladestrahl. Volltreffer. Und Level 41. So, jetzt ist die Frage. Ich habe ja bis auf Aquawelle eigentlich nur physische Attacken. Aquawelle ist allerdings schon fast meine einzige Distanzattacke. Also gut, ich hätte noch Wasserdüse, die zwei Felder geht. Die Sache ist, mit einem Schwerttanz könnte ich das ein gutes Stück aufpowern, den Rest. Also gut, das wird sowieso jetzt nur für zwei Level sein, weil ich krieg direkt im Anschluss meine Hydropumpe. Kommt auf Level 43. Heißt, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen die Aquawelle weg und holen uns einen Schwerttanz. Item, da nehmen wir noch mit. Yep, da bin ich deiner Meinung. Dafür müssten die anderen auch mal in die Tasten hauen. Also, ihr anderen, haut mal in die Tasten. So. Sandsturm. Yay. Sackgassen. Noch mehr Sackgassen. Das ausgerechnet auf einer Ebene, in der Sandsturm ist. Na, wenigstens geben die Viecher gut EP. Sehr viele Wunderfelder sollte ich jetzt meiden, wenn ich einen Schwerttanz drin habe. Die resetten mir nämlich auch positive Statuseffekte. Ein Top-Elixier. Ich hätte jetzt trotzdem gern so langsam mal eine Treppe, weil ich hasse Sandsturm. Genauso schlimm wie Hagel. Ja, komm mal noch einen Schritt näher. Dann halt nicht. Und da ist der Level-Up für Dummy.
der hat es jetzt auch nicht mehr lange hin bis zu seinem Ladungsstoß. Wo gehst du hin? Okay, hier ist nur ein Wunderfeld. Ja, klar, dass sich Monty und Pangoli freuen. So, schauen wir mal, ist da hinten vielleicht Treppe? Nö, natürlich nicht. Dann halt im letzten Raum, wo wir noch nicht waren. Wo ist der überhaupt? Okay. Die Treppe ist da hinten. Okay. Kommen wir jetzt schon so weit. Ich lasse das mal lieber sein und lass ihn das kämpfen. Ja. So. Wieso machst du eigentlich immer wieder den Brüller an? So. Dann muss die Treppe ja hier sein. So, bitte jetzt eine Ebene ohne Sandsturm. Ich brauche mal wieder ein paar KP. Na gut. Dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen regenerieren. Ja, ich weiß, voll der Brüller. Oh, der 130% Flammkörper hat wieder zugeschlagen. Eigentlich könnte ich ja noch einen boosten und noch einen. Verbrennung ist in dem Spiel zum Glück nicht ganz so schlimm wie Gift. Bei Verbrennung hat man wenigstens noch KP-Regeneration. Und das merkt man hier schon, wenn man auf plus 6 ist. Geld. Und ein Schlafsamen. Ein Kognodon. Oh. Traumfalle. Ladevorgang. Immer noch faszinierend, dass Klicks Evolutionsreihe per Level-Up mehr Elektroattacken als Stahlattacken lernt. Yay, ich habe ihn ja schon vermisst. Komm mal her. Dann halt nicht.
Natürlich vergiftest du mich jetzt auf der Ebene hier. Moment. Also das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Na gut, da wäre die Treppe gewesen. Ich meine allgemein, die lernen die Attacken ja in der Mystery Dungeon Reihe wie in den Hauptspielen. Ja, es ist wirklich traurig, dass die ganze Reihe so wenig gute Attacken hat. Ich meine, auf einem guten Klick-die-Klacken muss man ja teilweise sogar Rückkehr spielen. Einfach weil aus Mangel an Alternativen. Ein Voltula hat er da jetzt noch verprügelt. Trikefalo, warum rennst du überhaupt weg? Also entweder man spielt Rückkehr oder Delegator. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man hat. Oh, Leuchteboden, Warpsamen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang dieser Dungeon hier war. Ja. Wer weiß, vielleicht kriegt Click die Clack irgendwann mal noch ein paar richtig coole Moves. Ganz vergessen. Mal einen Schwerttanz reinhauen. Elektronetz. Natürlich klaust du mir von allen Sachen, die ich dabei habe, den Belebersamen raus. Es war mal wieder so klar. Käferbiss und Pflücker. Wenn du einen Belebersamen dabei hast, dann nehmen sie immer den Belebersamen. Ein Sporensamen. Wasserdüse aufpoliert. Ja. Können wir den grünen Balken demnächst wieder füllen. Da machen wir erstmal wieder einen Schwerttanz. Lassen wir ihn rankommen. Triplette aufpoliert. Das war sogar ein komplettes Level-Up, wenn ich das richtig gesehen habe. Die war ja schon rot. Zwei Goldbahnen. Nice. Schützerband. Plosivsamen. Slam aufpoliert. Intensität. Wer macht denn hier sowas? Golbit, wie es aussieht. Ja, Don, wer würde das nicht gerne? Ich habe ja mittlerweile schon 59 davon. Aber 50 davon werde ich jetzt eintauschen, sobald ich wieder im Paradies bin. Ui, meine Kalkling-Attackenpunkte sind mal wieder alle. Na gut. Geben wir uns mal einen doppelten Schwerttanz.
Auf plus 4 lässt es sich besser kämpfen. Nee, wehrlos bin ich noch nicht. Ich habe immer noch Wasserdüse und Aeroas. Und das ist mit einem Schwerttanz drin stark genug. Gegner stellen sich hier schon hinten an. Nur um von mir verprügelt zu werden. Und außerdem, ich hätte mehr als genug Top-Elixiere dabei. Ja, ich weiß, die Kaltklinge ist mein Move. Ist nicht umsonst die zweitbest trainierte Attacke in meinem gesamten Team. Gegen die best trainierte komme ich halt einfach nicht an. Weil die best trainierte ist aktuell der Ruckzuckhieb. Mit Rang 6 kurz vor 7. Bleib meiner Kaltklinge auch treu, ich werde sie niemals verlernen. Dafür ist das Ding nämlich einfach schon zu stark. So, zweimal Wasserdüse habe ich noch. So, okay. Dann machen wir es jetzt nochmal so. Einmal, zweimal, dreimal. Und Top-Elixier runter damit. Jetzt habe ich wieder 35 Kaltklingen. So, nicht aufs Wunderfeld steigen. Das macht meine ganzen Schwerttänze weg sonst. Ich sehe eine Treppe. Eine Dönerwelle. So viel dazu. Na gut, will jetzt nicht sagen, dass ich ein Top-Elixier verschwendet hätte. Ich habe von den Dingen auch noch mindestens 40, 50 so rumliegen. Inzwischen ist es schon ganz schön dunkel geworden, was? Wir finden besser schnell einen Weg aus dieser Wüste heraus. Naja, versuchen wir wenigstens so weit wie zu kommen wie nur möglich. Die Sonne ist jetzt vollständig untergegangen. Wir haben es aber immer noch nicht aus der Wüste herausgeschafft, was? Ich denke, lange kann es jetzt nicht mehr dauern. Naja, es sieht aber nicht so aus, als würde uns noch jemand folgen. Zu sehr abhetzen müssen wir uns also nicht. Kann sein, aber hier draußen im Freien wollen wir auch nicht wirklich übernachten. Nein, das wollen wir nicht. Also, ich glaube wirklich, dass wir aus der Wüste so gut wie raus sind. Nur noch ein kleines Stück. Ist das plötzlich kalt? Geht es etwa nur mir so? Ist auf einmal viel kälter geworden. Nein, mir kommt es auch so vor. Aber das liegt bestimmt daran, dass wir hier in einer Wüste sind. Tagsüber ist es glühend heiß, aber nachts ist es richtig kalt. Und dennoch, es kommt mir fast ein wenig zu kalt vor. Oh, dort drüben. Was ist denn? Ich kann ein paar Dünen sehen. Sind wir erstmal über diese hinweg, lassen wir die Wüste hinter uns. Echt? Ja, nur noch ein Stück. Nicht aufgeben. Was ist das? Dieses Geräusch. Was? Kyurem. Trikefalo. Trikefalo! Kilian! Lauf weg, Kilian! Kilian! Kilian, lauf!
Kilian. Aufhören. Hör bitte auf. Bitte, es reicht. Hör endlich auf. Ich flehe dich an. Lass Kilian in Ruhe. Kilian ist mir wahnsinnig wichtig. Also. Du hast also jedweden Kampfgeist verloren. Dann vermagst du auch die Zukunft nicht zu ändern. Wenn du keinen Kampfgeist mehr hast, muss ich dich auch nicht vernichten. Du bist gerade nochmal mit dem Leben davongekommen. Schätze dich glücklich. Moment. Ein Augenblick mal. Was ist? Wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann geht die Welt unter, oder? Warum möchtest du so eine Zukunft, Kyurem? Es stimmt, dass ich den Pfad der Zerstörung gewählt habe. Und wir reden hier auch nicht von einer fernen Zukunft. Schon in ein paar Tagen wird der Kältekern aktiv. Die Welt dreht sich jetzt unaufhaltsam ihrem Ende entgegen. Was? Und dennoch werde ich diesem Schicksal seinen Lauf lassen. Du fragst dich, warum? Weil diese Welt erkaltet ist. Die Welt ist erkaltet? So ist es. Die meisten der Pokémon hier interessieren sich nur noch für sich selbst. Sie misstrauen allen anderen Pokémon. Sie denken nur an sich. Die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, mit der sie der Zukunft entgegenblicken. Die negative Energie jedes einzelnen Pokémon hat sich aufgeschaukelt. Hat ein gemeinsames Ganzes geformt und wuchs immer mehr an. Bis sie schließlich den Kältekern gebar. Der Kältekern hat die Macht, diese kalte Welt zu zerstören. Damit aus den Träumen eine neue Welt entstehen kann. Der Kältekern? Eben weil ich all dies weiß, habe ich nicht vor, die Zerstörung der Welt zu verhindern. Die Welt ist wirklich schrecklich kalt. Und auch Trikephalos wahre Gestalt. Die Stimme des Lebens ist da keine Ausnahme. Die Stimme des Lebens ist die Stimme alles Lebens in der Natur. Das klingt großartig, nicht wahr? Aber es handelt sich um nichts weiter, als um diese Stimme aller egoistischen Bewohner dieser Welt. Sie ist nichts weiter als der egozentrische Wille dieser kalten Welt. Hast du die Lichter gesehen, die in letzter Zeit zum Himmel aufsteigen? Die Lichter, die zum Himmel aufsteigen? Du meinst... Wir haben neulich ein Licht vom Hügel in Rastatt aus zum Himmel aufsteigen sehen. Aber keiner wusste, was es mit diesen Lichtern auf sich hat. Diese Lichter sind Menschen, die zu Pokémon geworden sind und nun wieder in ihre eigene Welt zurückkehren. Was? Zu Pokémon gewordene Menschen? Ja. Menschen, die Trikephalos Nachricht erhalten haben und zu Pokémon wurden. Dachtest du etwa, Kilian wäre ein Einzelfall? Es gibt noch viele andere Menschen, die hierher gebracht wurden. Doch ich habe sie alle bezwungen. Und in ihre Welt zurückgeschickt. Kyurem, du hast die Menschen besiegt, die zu Pokémon geworden waren? Ganz egal, wie sehr ihr euch dagegen sträubt, die Zukunft ist unabänderlich. Euer Schicksal steht bereits seit dem Tag eurer Geburt fest. Und es gibt absolut nichts, was ihr daran ändern könntet. Falls Kilian allerdings nicht vorhat, die Zukunft zu ändern, dann lasse ich euch ziehen. Aber merkt euch eins, solltet ihr weiterhin vorhaben, die Welt zu retten, dann werde ich euch nach Leibeskräften daran hindern. Die paar Kratzer, die Kilian heute davongetragen hat, werden nichts im Vergleich dazu sein. Widersetzt ihr euch, teilt Kilian das Schicksal aller anderen Menschen, bevor ich sie aus dieser Welt verbannte. Merket ihr meine warnenden Worte. Vergiss sie und du wirst es bereuen. Puh, wir haben es irgendwie überstanden. Ach, Kilian. Kilian. Oh nein, Kilian rührt sich nicht. Was soll ich jetzt bloß machen? Wenn ich nicht schnell etwas unternehme, wird Kilian noch... Aber was kann ich schon tun? Du meine Güte, was soll ich nur tun? Ah, da sind sie ja, dort drüben. Nein, nicht da, dort drüben. Wirklich? Oh, du hast recht, da sind sie. Ja, das wäre schon irgendwie bitter, wenn das passieren würde. Aber gut. Hey! Emolga, und auch du, Dummiesel.
Ein Glück, dir geht's gut. Ihr zwei war zu lange weg, da haben wir uns Sorgen gemacht. Aber wie habt ihr... Ach, das ist jetzt egal. Bitte, wir müssen schnell Hilfe holen. Kieran ist schwer verletzt. Oh je, sieht ganz so aus. Dummiesel, hol sofort alle her. Ja. Hier können wir nichts für Kieran tun. Wir müssen Kieran irgendwo hinbringen, wo man die Verletzungen behandeln kann. Du würdest es feiern, sofern es nicht dir passieren würde. Ja, ich weiß, Don, Schadenfreude ist die größte Freude. Oh, habt ihr das gesehen? Scheint so, als würde Kieran zu sich kommen. Leute, Kieran kommt zu sich. Kieran, bist du in Ordnung? Sieht so aus, als hättest du dich wieder halbwegs erholt. Ich bin ja so erleichtert. Leute, wo sind wir hier? Wir haben dich bis zum Ufer getragen, damit wir frisches Wasser für dich haben. Wir haben dich abwechselnd verarztet und gepflegt. Du schienst nämlich ziemliche Schmerzen zu haben. Und du hast zu lange geschlafen, dass wir uns bereits echte Sorgen gemacht haben. Ein Glück, dass du endlich wieder bei Bewusstsein bist. Ich war Krankenversorge um dich. Was, wenn du nicht aufgewacht wärst und entschwebt wärst wie die anderen? Ich hatte Angst, du könntest zu einem der Lichter am Himmel werden. Ach so, Kyrim hat mich angegriffen. Sieht aus, als wäre ich gerettet worden. Und offensichtlich verdanke ich das allen hier, die mich gepflegt haben. Freunde, ich danke euch. Meine Erinnerungen sind zwar ziemlich verschwommen, aber ich kann mich daran erinnern, was Kyrim gesagt hat. Domi hat recht. Hätten mir nicht alle anderen geholfen, wäre es das wohl gewesen. Ich wäre zu einem der Lichter am Himmel geworden und verschwunden. Ich war völlig geschockt. Ich alleine konnte überhaupt nichts für dich tun. Aber zum Glück sind dann alle gekommen. Ach ja, das hatte ich vergessen zu fragen. Wie habt ihr uns eigentlich gefunden? Ich kann mir das nämlich gar nicht erklären. Das kann ich mir vorstellen. Es ist auch ziemlich unglaublich. Nachdem ihr beiden einfach nicht zurück nach Hause kamt, waren wir in Sorge und beschlossen, euch suchen zu gehen. Wir wollten uns gerade zum Berg Genovea aufmachen, als wir eine Stimme hörten. Eine Stimme? Ja. Geht zur Glutwüste, sprach sie. Sie sprach einfach aus dem Nichts zu uns. Und nicht nur einer von uns hörte sie, nein, wir alle konnten sie hören. Also berieten wir uns kurz. Wir beschlossen, der Stimme zu glauben und Richtung Wüste aufzubrechen. Dort angekommen teilten wir uns in mehrere Gruppen auf. Dummiesel und ich suchten zu zweit nach euch, und nach einer Weile dann war da dieses funkelnde Licht, das uns in eine bestimmte Richtung zu leiten schien. Wir folgten also dem Licht und sahen schließlich dich, Domi. Das war ja vielleicht eine Überraschung. Es sah so aus wie mehrere regenbogenfarbene Lichtpartikel. Es war wirklich wunderschön. Funkelndes, regenbogenfarbenes Licht? Kilian, klingt das nicht wie... Als Kyrim den gefreundeten Käferlo zerschmetterte, explodierte dieser in regenbogenfarbene Funken und verschwand. Vielleicht war es ja Trikäferlo, der alle zu uns geführt hat. Vielleicht war es die Stimme des Lebens. Du hast gesagt, die Stimme des Lebens sei die Stimme alles Lebens der Natur, oder? Falls es so also diese Macht war, die uns hergeführt hat, würde das ja heißen, dass selbst nachdem mit Trikäferlo ihre physische Form zerstört wurde, die Stimme des Lebens immer noch will, dass wir diese Welt retten. Das kann gut sein. Wenn wir bedenken, was Kyrim zu Domi gesagt hat, dann ist es der Egoismus aller Pokémon dieser Welt, der die Welt zu erkalten lässt, oder? Auch Trikäferlo hat gesagt, dass er die kollektive negative Energie... Dass es die kollektive negative Energie aller war, die den Kältekern hervorgebracht hat. Dann wird das wohl auch so sein. Und wenn das stimmt, dann ändert sich wahrscheinlich auch dann nichts, wenn wir den Kältekern zerstören, oder? So wie die Welt momentan ist, hören die Streitereien unter Pokémon nicht auf. Die Zukunft ist finster und keiner macht sich große Hoffnungen. Solange diese negativen Empfindungen die Welt beherrschen, würde der Kältekern doch sofort wiedergeboren, und nachdem er zerstört wurde, oder? Wenn Kyrim sagt, dass die Zukunft unabänderlich ist, dann verstehe ich das. Was sagst du denn danach, Tara? Willst du damit etwas sagen, es sei dir egal, wenn die Welt untergehen würde?
Natürlich nicht. Ich sage nur, dass ich Kyurem verstehe, denn schließlich können wir nichts tun. Wie kannst du das nur sagen? Du redest, als würde dich das alles nichts angehen. Dann lass mich dir eine Frage stellen, Imolga. Hast du wirklich noch nie in diese Richtung gedacht? Hast du noch nie das Gefühl gehabt, dass es keine Hoffnung mehr für diese Welt gibt? Dass es vielleicht besser wäre, noch einmal ganz von vorne anzufangen? Selbst du musst schon mal daran gedacht haben, oder nicht? Nein, Don Marci, dein Zuhause nicht. Es sei denn, du lebst in der Pokémon-Welt. Was? Es stimmt. Wenn wir wirklich die Harttätigkeit der Pokémon in diese Welt erkalten lässt, dann lässt sich das Innere der Welt vielleicht tatsächlich nicht abwenden. Psyana. Ich will nicht einfach so aufgeben. Ich will nicht aufgeben, aber es ist wahr, dass diese Welt trostlos ist. Wenn ich darüber nachdenke, wie man die Welt ändern oder etwas dazu beitragen könnte, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich keine Antwort darauf habe. Es könnte durchaus sein, dass wir nichts mehr für diese Welt tun können. Wenn das stimmt, dann möchte ich am liebsten gar nicht mehr darüber nachdenken. Vielleicht gibt es wirklich keinen anderen Ausweg als einen Neustart. Viridium, jetzt du auch noch? Ich verstehe euch nicht. Wie könnt ihr so etwas sagen? Dami, wie siehst du das Ganze? Etwa genauso wie sie? Als ich sah, wie Kyurem Kian Schmerzen zugefügt hat, da bekam ich schreckliche Angst. Angst? Kyurem hat uns gewarnt. Sollte Kian nach wie vor versuchen, die Welt zu retten, dann würde er in Bezug auf Kian keine Gnade mehr kennen. Ich will nie wieder mit ansehen müssen, wie Kian verletzt wird. Ich bekam Angst. Ganz furchtbare Angst. Dami. Aber... Kilian, es tut mir leid. Ich will nie wieder mit ansehen müssen, wie du verletzt wirst. Aber vor allem kann ich das Ganze einfach nicht so akzeptieren. Ich kann diese dunkle und kalte Welt nicht ausstehen. Ich habe das Paradies errichtet, weil ich Freunde finden wollte. Freunde, mit denen ich vertrauen kann und die mir vertrauen. Und dann seid ihr alle meine Freunde geworden. Die Welt mag voller Pokémon sein, die sich gegenseitig betrügen. Aber ich weiß wenigstens, dass ich mich auf euch alle verlassen kann. Dennoch... Jetzt, da wir einer gemeinsamen Zukunft entgegensehen sollten, sollte ich euch aufgrund der allgemeinen Weltuntergangsstimmung wieder verlieren? Das kann ich nicht akzeptieren. Wie steht es mit dir, Viridium? Ich weiß, dass du den Glauben an die Welt verloren hast, als du Kalios Brief bekamst. Aber wie sieht es jetzt damit aus? Hast du immer noch vergessen, wie es ist, anderen zu vertrauen? Und ihr nach Tara und Psyana, wie findet ihr es, Teil unseres Teams zu sein? Du Miesel, Imolga, was ist mit euch? Ich weiß, dass ihr mir alle sehr wichtig seid. Ihr seid mir das Wichtigste auf der Welt. Sich gegenseitig zu vertrauen und sich gegenseitig zu helfen. Gemeinsam sind wir stark genug, um selbst das kälteste Herz zu erwärmen. Das habe ich von Kilian gelernt. Das habe ich von euch allen gelernt. Ich kann auf keinen Fall zulassen, euch zu verlieren. Domi, und auch du, Imolga. Es tut mir leid. Ihr habt absolut recht. Nach Tara. Ganz egal, wie es beim Rest der Welt aussieht. Wir vertrauen einander. Ich hätte das beinahe vergessen. Und es ist ja auch wirklich nicht so, dass wir ganz allein sind. Es muss da draußen auch andere Pokémon geben, die einander vertrauen. Nicht alle Pokémon auf der Welt können ständig nur streiten. Nach Tara. Könnten wir dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit doch nur auf die anderen Pokémon übertragen? Wenn dieses Untergangsszenario durch die negative Einstellung der einzelnen Pokémon entstanden ist, müssen sie nur ihre Denkweise ändern. Und wenn das Vertrauen ineinander erst wieder gestärkt ist, dann gelingt es uns vielleicht auch, die Welt zu verbessern. Ja, Don Marci, das hast du von mir gelernt und ich verbreite es auch immer wieder gerne noch in die Welt hinaus, um diesen dämlichen Irrglauben von den Menschen, dass Topschutz der beste Schutz sei, endlich wegzumachen. Psyana. Stimmt. Bis vor kurzem hatte ich noch allen Glauben an die Welt verloren. Doch sogar mir ist es gelungen, meine Einstellung zu ändern. Ich wüsste keinen Grund, warum andere Pokémon es nicht auch können sollten. Zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und die Hoffnung nicht aufgeben, das sollte unser Motto sein. Viridium. Ich lasse mich auch nie wieder entmutigen. Genau. Wie könnte ich jetzt aufgeben? Dummiesel, Imolga,
Ich danke euch allen. Ihr seid einfach die Besten. Tommy, kehren wir nach Rastatt zurück. Wir versammeln alle auf dem Stadtplatz und berichten von ihnen von der Bedrohung. Wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, werden sie es einsehen und mithelfen. Genau, machen wir das. Zu erwarten, dass alle genauso empfinden, wie wir es bestimmt, zu viel verlangt. Aber vielleicht ändern sich ja doch ein paar Pokémon, wenn sie die Wahrheit kennen. Kilian, ich will diese Welt retten. Aber keiner von uns kann sich dem Kältekern nähern. Wenn wir dem Kältekern zerstören wollen, Kilian, dann brauchen wir deine Stärke, die Stärke eines Menschen. Aber vielleicht musst du dann wieder gegen Kyurem kämpfen. Wirst du dennoch an unserer Seite kämpfen? Selbstverständlich. Ich wurde von Trikefalo in diese Welt gebracht, um sie zu retten. Und wenn ich nicht kämpfe, dann sind alle verloren. Ich habe also keine Wahl. Danke, Kilian. Ich bitte dich nur ungern darum, nach allem, was dir widerfahren ist. Wann ich Kyurem in den Hintern treten werde, das wird noch ein paar Dungeons dauern, weil ich nochmal komplett durch den Eispalast durch muss. Aber wir können uns auf niemand anders verlassen als auf dich, Kilian. Kilian, vielen Dank. Du bist einfach der Wahnsinn, Kilian. Da musstest du so viel einstecken und wirst dennoch mit uns kämpfen. So viel Einsatz und Entschlossenheit. Du bist eine Inspiration für mich. Es bedarf großen Mutes, Kyurem noch einmal gegenüberzutreten. Und ich danke dir dafür, Kilian. Ich werde dich zusammen mit Nachtara nach Leibeskräften unterstützen. Ich werde dich beschützen, Kilian. Komme, was wolle. Also konzentriere dich ganz auf den Kampf. Freunde. Super. Dann lasst uns zurück zum Paradies gehen. Kyurem hat gesagt, die Zerstörung der Welt sei nicht mehr fern. Also müssen wir ganz schnell zurück nach Rastatt und allen die Wahrheit erzählen. Wenn wir es schaffen, zusammenzufinden, können wir für unsere Zukunft kämpfen. Noch ist es nicht zu spät. Wir können nochmal von vorne anfangen. Deswegen müssen wir unser Bestes geben und durchhalten. Ja, sehr viel Geslimer. Da hast du recht, Don. Und so kam es, dass Team Scheigeist zum Paradies zurückeilte. Als sie schließlich dort ankamen, war es bereits Nacht. Und so beschloss Team Scheigeist, am darauffolgenden Tag auf dem Platz von Rastatt allen davon zu berichten. Am nächsten Morgen. Kilian, guten Morgen. Heute müssen wir allen von der schlimmen Krise berichten, die unsere in der unsere Welt steckt. Ich hoffe, dass Sie es verstehen werden. Ach was, natürlich werden Sie das. Sie müssen es einfach verstehen. Kilian, wir schaffen das schon. Yay, ich bin mal wieder im Paradies. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Domi und Kilian. Endlich ist es soweit. Viel Erfolg, Domi. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber Kilian ist ja bei mir. Zusammen werden wir ihnen alles erzählen. Und wir sind ja auch dabei und beobachten das Ganze. Unsere Unterstützung ist dir sicher. Anfangs werden sie sicher alle ganz schön überrascht sein, aber ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können, Nomi. Ganz bestimmt. Ja. Ich danke euch. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Viel Erfolg! Hey, Frau Wirtin, Varones. Du hast Kundschaft. Ich hab einen riesen Hunger. Bring mir was zu essen. Nein, Mu? Heute sind ja gar keine Gäste hier. Heute ist geschlossen. Hat dir keiner Bescheid gesagt? Anscheinend haben Domi und Kilian allen etwas Wichtiges mitzuteilen. Sie wollen, dass es möglichst viele Pokémon hören. Ich wollte mich auch gerade auf dem Weg zum Platz machen. Deswegen ist für heute geschlossen. Also raus mit dir. Husch, husch. Was? Das ist aber nicht gerade nett. Aha, was sie wohl Wichtiges zu sagen haben, das macht mir jetzt schon neugierig. Das sehe ich mir auch mal an. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Was die beiden uns wohl zu erzählen haben. Wer weiß. Ich weiß es auch nicht. Lass es uns herausfinden. Ja, verpiss dich aus meinem Laden, du Penner!
Nanu, wo geht ihr denn alle hin? Ist etwas passiert? Auf dem Stadtplatz soll heute eine wichtige Mitteilung gemacht werden. Eine wichtige Mitteilung? Echt? Was das wohl zu bedeuten hat? Keine Ahnung, aber das sollten wir uns besser mal anhören. Du solltest auch hingehen. Ich höre mir das wohl auch mal an. Es sind ziemlich viele Pokémon gekommen. Kilian, gib dein Bestes, Tommy. Leute, hört mal her. Hm? Es scheint loszugehen. Leute, ich werde euch jetzt erzählen, was in unserer Welt vorgeht. Unsere Welt befindet sich in Gefahr. In Gefahr? Was ich euch zu erzählen habe, wird euch vielleicht überraschen. Aber bitte bleibt ruhig und hört mir zu. Und zwar... Was? Die Welt wird verschwinden? Dieses Ding der Kältekern wird weiter wachsen und unsere Welt zerstören? Und der Kältekern wächst durch uns Pokémon? Durch unsere negative Einstellung? Was? Hey, Leute! Hört mir bis zum Schluss zu! Es stimmt, die Bedrohung rückt immer näher. Aber alles wird gut. Wir werden das irgendwie hinbekommen. Wie denn, bitteschön? Wie gesagt, wächst der Kältekern durch den Pessimismus von uns Pokémon. Das heißt also, wenn wir uns ändern, wenn wir uns gegenseitig vertrauen und unterstützen und alle positiv in die Zukunft blicken und wieder Freude am Leben haben, dann können wir das Wachstum des Kältekerns bestimmt aufhalten. Und diese Chance nutzen wir dann, um ihn zu zerstören. So werden wir diese Krise überstehen. Es ist noch nicht zu spät. Deswegen, Freunde, lasst uns unser Bestes geben. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir es schaffen. Geben wir alles. Hey, du sagst, ihr wollt den Kältekern zerstören. Aber der wird doch von Kyurem beschützt, oder nicht? Könnt ihr ihn überhaupt besiegen? Nun ja, wir müssen nur irgendwie an den Kältekern rankommen. Ohne gegen Kyurem zu kämpfen. Und das soll funktionieren? Das klingt nicht sehr vielversprechend. Außerdem, Kyurem kann doch die Zukunft vorhersagen, oder? Wenn er das Ende der Welt vorhergesehen hat, dann heißt das doch, dass das Schicksal nicht geändert werden kann, oder? Dann ist doch eh alles umsonst, oder nicht? Genau, es ist wahrscheinlich vergebens. Kyurem hat es doch gesagt, richtig? Letztendlich ist das Schicksal etwas, was man nicht ändern kann. Leute, warum seid ihr alle so? Genau. Wenn die Welt sowieso zu Ende geht, sollten wir dann nicht lieber machen, was immer wir wollen? Oh, du hast recht. So haben wir wenigstens Spaß in der Zeit, die uns noch bleibt. Wenn schon alle untergehen, dann wenigstens mit einer Abschiedsparty. Kilian... Anstatt sich der Gefahr entgegenzustellen, wollen sie vor der Wahrheit davonlaufen. Sie glauben, dass die Welt schlecht ist und es keine Hoffnung mehr gibt. Sie sind davon überzeugt, dass alle ihre Anstrengungen eh zu nichts führen. Sie haben einfach aufgegeben. Was können wir nur dagegen tun? Boah, ein Erdbeben. Was? Was ist das? Lasst uns zum Hügel gehen und nachsehen. Seht mal, die Fata Morgana. Da ist irgendwas an der Fata Morgana. Was um alles in der Welt ist das? Ist das vielleicht der Riesengletscher? Aber er schwebt ja. Riesengletscher schweben doch normalerweise nicht in der Luft. Und der Riesengletscher sah doch immer anders aus, oder? Er war doch nicht so stachelig und spitz. Das ist der Eispalast. Der Eispalast erhebt sich in die Luft. Der Eispalast, sagst du? Was geht hier bloß vor? Der Kältekern besitzt die Kraft, Dinge um sich herum schweben zu lassen. Vielleicht irre ich mich, aber wenn er mit zunehmender Größe auch diese Kraft zunimmt, dann könnte er inzwischen stark genug sein, den Berg aus Eis zu durchbrechen und sich mitsamt dem Eispalast in die Luft zu erheben. Was sagst du da?
Tommy, was hat das zu bedeuten? Du meinst doch nicht... Nein. Es ist, wie Kyurem gesagt hat. Das Ende der Welt ist nicht mehr fern. Schon in ein paar Tagen wird der Kältekern aktiv. Die Welt dreht sich jetzt unaufhaltsam ihrem Ende entgegen. Was? Wenn der Kältekern aktiv wird, dreht sich die Welt ihr im Untergang entgegen? Leute, wartet. Oh nein, die Welt. Unsere Welt ist am Ende. Und hallo, Valli, schön, dass du da bist. Leute. Also sowas. Es sind immer diejenigen, die sich für nicht mächtig machen. Die dann in brenzligen Situationen keinen Moment in den Knochen haben. Erbärmlich. Nun, es ist wohl aber nicht verwunderlich. Schließlich geht es mit der Welt zu Ende. Aber ich bin auf eurer Seite, damit ihr es wisst. Ich werde euch immer unterstützen. Also lasst euch nicht entmutigen und gebt euer Bestes. Svarones, danke. Vielen, vielen Dank. Aber was sollen wir jetzt tun? Letztendlich ist es also nur Svarones da geblieben. Es ist eine vertrackte Situation. Wie können wir sie nur dazu bewegen, auf uns zu hören? Es tut mir leid, Leute. Ich habe versucht, es ihnen zu erklären. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht gut genug erklärt. Ach, Quatsch. Ich finde, du hast das gut gemacht. Genau. Deine Erklärung der Situation war gut. Es war nicht deine Schuld, Tommy. Aber warum können sie nicht ein bisschen optimistischer sein? Auch wenn es mit der Welt zu Ende geht. Es bringt doch nichts, einfach aufzugeben. Also echt. Ich denke, das liegt daran, dass alle wissen, dass nicht immer alles gut ausgeht. Dass, wie sehr man sich auch anstrengt, man nicht immer für seine Mühen entlohnt wird. Und dass Dinge manchmal schiefgehen, gerade weil man sich zu sehr bemüht hat. Ich denke, solche Erfahrungen hat jeder von uns schon einmal gemacht. Und wenn man solche Rückschläge immer und immer wieder erlebt, da kommen einem beim nächsten Scheitern sofort solche Gedanken wie, selbst wenn ich mich ins Zeug lege, ziehe ich doch immer nur den Kürzeren. Wenn meine Anstrengungen sowieso nichts bringen, was soll das Ganze überhaupt? Dann ist es einfacher, gleich gar nichts zu tun. So kann ich nicht verletzt werden. Solche negativen Erfahrungen führen dazu, dass man nicht mehr optimistisch in die Zukunft blicken kann. Diese Gedanken sind so tief in uns verwurzelt, dass es schwer ist, sie abzulegen. Verstehe. Es ist wirklich sehr schwer, eine angewohnte Haltung zu ändern. Wenn es hier nicht klappt, können wir es vielleicht in anderen Städten probieren. Aber wenn jedes Pokémon auf der Welt so denkt und fühlt, dann wird es wohl überall auf das Gleiche hinauslaufen. Selbst wenn wir woanders an andere Pokémon appellieren. Sieht so aus, als wäre es unmöglich, die Einstellung der anderen Pokémon zu ändern. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als auf das Ende der Welt zu warten, was? Schließlich ist die Einzige, die uns unterstützen will, Svarones. Niemand sonst. Es ist schon echt traurig. Entschuldigt bitte die Störung. Darf ich reinkommen? Bitte. Jorklev, was ist los? Also, auf dem Hügel heute habe ich Angst bekommen und bin abgehauen. Es tut mir leid. Aber ich will nicht, dass die Welt untergeht. Ich will nicht, dass Fulikon und mein Opa verschwinden. Auf keinen Fall. Ich möchte weiterleben. Ich möchte helfen. Deswegen sagt mir bitte, was ich tun kann. Ich möchte etwas unternehmen. Jorklev. Jorklev. Es war nicht umsonst. Unter all den Pokémon, die schon aufgegeben haben, gibt es doch eins, das die Worte von Tommy erreicht haben. Und hier ist es. Du willst wissen, was du machen kannst? Sei mutig. Hab den Mut, der Zukunft entgegenzutreten. Mut. Verstehe, ich soll mutig sein. Danke, Tommy. Opa? Oh, Leute.
Team Shy Guys. Vorhin habe ich auch Angst bekommen und bin davon gelaufen. Bitte verzeiht mir. Ich habe ein langes Leben geführt. Ich bin auf alles gefasst, was kommen mag. Es spielt keine Rolle, ob ich verschwinde oder nicht. Aber diese Kinder hier, sie haben noch eine Zukunft. Und für die muss ich mich einsetzen. Terry Bark. Ich habe zwar Angst vor dem, was kommen mag, aber ich bin auch eine Mutter. Ich muss an mein Kind denken. Und die Vorstellung, dass es keine Zukunft hat, das ist Aufgeben einfach undenkbar. Ihr schreibt jetzt aber gerade lange Texte hier in den Chat. Aha. Alles klar, Valli. Auf der Welt gibt es viel zu viele Pokémon, die nur an sich selbst denken. Aber selbst diese Pokémon müssen sich überlegen, was das Beste für sie ist. Ich werde euch natürlich unterstützen. Ich werde tun, was ich kann. Matrifol, Svarones. Sieht so aus, als hätte ich die Welt zu früh aufgegeben, was? Jetzt müssen wir diese Gefühle nur noch auf die anderen übertragen. Wir können es schaffen, wenn wir alle nach vorn blicken. Wenn wir alle zusammenstehen und uns nicht unterkriegen lassen. Die anderen müssen es nur genauso sehen wie wir, richtig? Dann werde auch ich mein Bestes geben, um die anderen zu überzeugen. Ja, und dann werden Kilian und ich uns ein paar unserer Freunde in den Eispalast eindringen und den Kältekern zerstören. Die hierbleiben sollten, versuchen, so viele Pokémon wie möglich zu überzeugen. Damit sie positiv in die Zukunft blicken, selbst wenn es nur ein einziges Pokémon ist. Wenn wir das tun... Was hast du, Domi? Das habe ich total vergessen. Der Eispalast schwebt ja jetzt in der Luft. Stimmt. Da können wir nicht einfach zu Fuß hin. Wie sollen wir nur dorthin kommen? Domi, wir haben nachgedacht. Es wird bestimmt sehr schwierig, dorthin zu gelangen. Wir haben schon daran gedacht, die Zugangskarten zu benutzen, aber dafür reichen unsere entsprechenden Kenntnisse leider nicht aus. Aber Siane und ich haben vorhin darüber gesprochen. Es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit. Was für eine Möglichkeit? Ja, wenn Terry Bark ein langes Leben hat, was hat Bisbark dann für eins? Das ist eine gute Frage, ja? Bisbark ist ja nochmal. Sieht ja nochmal ein Stück älter aus als Terry Bark. Nun, das ist nur so eine Idee. Man könnte es auch Intuition nennen. Aber es lohnt sich vielleicht, auf sie zu hören. Schließlich haben wir sonst keine Ideen, wie wir dorthin gelangen können. Wenn es nur eine kleine Chance gibt, sollten wir diese nutzen. Ja, das sehe ich auch so. Alles klar. Dann werden Ciano und ich uns gleich auf den Weg machen und eine Möglichkeit suchen, zum Eispalast zu gelangen. Aber wir verlieren nur wertvolle Zeit, wenn ihr auf unsere Rückkehr wartet. Ihr solltet auch schon losgehen und wir treffen uns dann unterwegs. Wir geben euch die Zugangskarten, mit denen man zum Riesengletscher kommt. Ihr habt ja nur mehrmals beobachtet, wie man Magna-Portale beschwört. Ihr wisst, wie es funktioniert, oder? Nun, ja, so in etwa. Benutzt sie, um zum Riesengletscher zu gelangen. Wir treffen euch dann dort. Lass uns gehen, Psyana. Geben wir alle unser Bestes. Mitten in der Nacht aufzubrechen ist nicht ratsam. Aber wir haben jetzt wohl ganz andere Sorgen. Wir sollten uns wohl besser auch gleich auf den Weg machen, oder? Nein, lasst uns morgen früh aufbrechen. Wir sollten uns gründlich vorbereiten. Nach Tara und Psyana scheinen schon alle Vorbereitungen getroffen zu haben. Die beiden reisen immer mit leichtem Gepäck. Aber wir sind mit Kilian unterwegs, also müssen wir auf alles gefasst sein. Schließlich kann es sehr wohl passieren, dass wir von Kyurem angegriffen werden. Wir sollten also auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Verstanden. Wir brechen morgen auf. Ich komme auch mit. Ich auch. Ich bleibe hier. Dummiesel? Nein, Imolga. Dieses Mal nicht. Ist es nicht, weil ich Angst habe. Wenn es nichts anderes für mich zu tun gäbe, würde ich auf jeden Fall mitkommen.
Aber hier zu bleiben und die anderen zu überzeugen, das ist auch eine wichtige Aufgabe. Es wird eine Weile dauern, sie alle zu erreichen und zu überzeugen. Deswegen sollten so viele Pokémon wie möglich dabei helfen. Deswegen bleibe ich hier und gebe alles. Dummiesel. Okay. Alles klar, Dummiesel. Dann gib dein Bestes und überzeuge alle. Ja. Also gut, Freunde. Morgen ist es soweit. Geben wir alles. So. Die Cutscene hat jetzt mindestens... Also, ich glaube, ich war jetzt seit ungefähr einer halben Stunde nicht mehr in dem Dungeon unterwegs, kann das sein? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt viel zu viel vorgelesen. Ich brauche jetzt mal ganz kurz eine Pause und was zu trinken. Wir sehen uns nach der Streampause wieder. Also, bleibt dran. Und... jetzt gibt's erstmal wieder eine Runde Musik.